ein weiteres Zeitdokument um das Verhalten von Anhängern der Querdenkersekte am 21.12. in Stralsund für die Nachwelt zu erhalten. Das Originalmaterial wurde weder geschnitten noch sonst wie technisch verändert. Heute sind wir in einer ganz besonderen Situation. Wir haben wieder mal eine neue Landesverordnung. Das heißt, unsere Versammlung ist begrenzt auf 100 Personen. Halten wir einen Abstand von 1,5 Metern und wir sind ja heute aufgrund wahrscheinlich der letzten Aktionen, die hier gelaufen sind, doch nicht ganz so viele. Okay. So, Petra hat mich gebeten, auch noch ein paar Worte zu sagen, bevor wir gleich losgehen. Volksmassen stürmen Stralsund. Besonders erbärmlich ist ja, dass man die Sprüche der Fridays for Future geklaut hat. Haben die armen Querdenker keinen einzigen schlauen Kopf, der in der Lage wäre, sich eigene Parolen auszudenken? Schön, dass ihr alle gekommen seid. Also ich bin an und für sich sogar auch froh, dass wir tatsächlich mit der Anzahl hier gut durchlaufen konnten und es halbwegs vernünftig abgelaufen ist. Es sind ja immer wieder noch welche dabei, die ein bisschen provozieren und auch, weiß ich nicht, was sie davon haben, dann so eine Macht auszuüben, aber ganz egal. Also die Masse von den Polizisten ist in Ordnung, macht einen guten Job. Aber es gibt eben halt immer wieder welche dabei, die eben halt ein bisschen übertreiben und übers Ziel hinausschießen. Und da hätte ich mir von der Versammlungsleitung auf der Polizeiseite auch ein bisschen mehr Unterstützung gewünscht. So, ich weiß nicht, ich habe jetzt hier den zuständigen Polizei, der hier für die Versammlung zuständig ist, den kann ich gerade im Moment nicht finden.
Dann mache ich es halt übers Mikrofon. Also ich muss jederzeit, oder Petra muss auch jederzeit eigentlich zur Verfügung stehen. Im Moment finde ich denjenigen nicht, der für uns hier zuständig ist, aber ist egal. Also in dem Sinne, wir hatten ja hier vier Versammlungen angemeldet. Das war natürlich aufgrund der neuen Landesverordnung, war es eben halt ja auch dann gar nicht so schlecht, dass wir das so gemacht haben. Denn wir wissen ja nie, wie viele Menschen am Ende hier sich uns anschließen und hier auch mitmachen. Und insofern war das von uns eher so eine Deeskalationsmaßnahme dann am Ende, dass wir gesagt hätten, dann entzerren wir das hier ein bisschen, damit wir eben halt tatsächlich da nicht gegen verstoßen. Obwohl wir ja gegen diesen Mist hier demonstrieren, ja. Ich kann auch viele verstehen, die damit nicht zufrieden sind, wie wir das jetzt hier umsetzen, aber es macht auch gar keinen Sinn. Warum sollte dieses ominöse Is einmal mehr den vielbeschworenen Sinn produzieren, den eh keiner kauft? Das muss sich nicht wiederholen, ja. Es ist wichtig, überhaupt auf die Straße zu gehen, den Leuten zu zeigen, dass irgendwas hier im Land nicht stimmt. Und auch den Polizisten, die mitgehen, die wissen das auch, dass hier was im Land nicht stimmt. Und die Polizisten wissen spätestens dann, dass in diesem Land etwas nicht stimmt, wenn sie euch sehen. So viel geballten Unsinn und grenzenloses Unwissen trifft man in unserem Land sonst eher selten an einem Ort versammelt. Denkt mal drüber nach, ob das Sinn macht, was ich... Auch das ominöse Das produziert definitiv keinen Sinn. Und dass ihr Querstänker der Grund seid, dass Polizisten in der Nacht Dienst schieben müssen, erwähnst du wohlweislich nicht. Ebenso wenig sprichst du die Tatsache an, dass die überwiegende Mehrheit aller Bürger den Preis für euer Privatvergnügen, eine Superspreader-Party nebst allen sich daraus ergebenden medizinischen Folgen, bezahlen muss. Die Masse, man hat es ja gesehen, ja, ist ja auch bereit, was zu tun und dann auch da dem Folge zu leisten, wollen ja auch keinen Ärger haben. Ja, wer will das schon, ne? Ja, in dem Sinne sage ich jetzt mal hier, also der jetzt hier für mich zuständig ist, ist immer noch nicht da, aber in dem Sinne, dann sage ich jetzt mal meine Veranstaltung, die ich heute geplant habe am Theaterplatz, Olaf-Palme-Platz, sage ich jetzt ab hiermit, ja, offiziell, ihr seid alle meine Zeugen, ist jetzt abgesagt. Ich glaube, Gisela hat schon abgesagt, ja? Gisela hatte ja auch eine Veranstaltung angemeldet hier hinterm Rathaus. Ja, wir wollten das eben halt alles ein bisschen entzerren. So hätte dann hätten wenigstens die, sag ich mal, jetzt zur Versammlung gekommen wären, dann im Schutze der Versammlung eben halt auch wirklich Schutz gehabt. Und das war an und für sich unsere Absicht dann am Ende auch, dass es hier nicht eskaliert. Jetzt driftet die Sache ins Lächerliche ab. So, guten Abend, Stralsund. Wir sind die Bürgerbewegung Rügen. Wir sind auch so ein paar Leute, die sich Gedanken machen und ab und zu mal rausgehen. Also ich bin dreifache alleinerziehende Mutter und eigentlich wollte ich euch erzählen, wie ich meinen ersten Lockdown erlebt habe. Tada, da sind wir schon im zweiten. Also ich hänge jetzt wieder zu Hause mit den Kindern und wir versuchen irgendwie den Tag rumzukriegen. Ich muss dazu sagen, ich bin nicht arbeitstätig, ich bin pflegende Angehörige, also nicht systemrelevant. Also ich pflege meinen Sohn, der ist 10, der ist Autist. Naja, von den Impfungen, was das damit zu tun hat, wollen wir ja gar nicht erst anfangen. Und naja, jedenfalls wollte ich eigentlich euch nur einladen zu unserer Veranstaltung nach Sassnitz am 2.1. Da würde ich dann meine... Wow, Superspreading-Touristen aus Rügen, die Sassnitz eine weitere Superspreader-Party androhen. 2.1. in Sassnitz, 16 Uhr. Habt keine Angst, lasst euch einfach nicht unterkriegen. Ich musste mir auch schon so viel... Aber was ich noch sagen wollte, ich fühle mich übrigens nicht wie Sophie Scholl oder wie Anne Frank oder wie Anna aus Kassel, was ich mir schon 100-mal anhören musste. Und langsam wird es echt langweilig. Ja, habt einfach den Mut, traut euch, nehmt das alles in Kauf.
Wir müssen jetzt einfach gucken, wo das hinführt, ne? Wie unsere Kinder das mitmachen, weil das sind nämlich die wahren Verlierer von dieser Scheiße hier. Ja, mehr wollte ich gar nicht sagen. Wir legen jetzt hier ein paar Flyer hin. Also schön, dass ihr alle da wart und auch immer wieder kommt, auch wenn es kalt ist. Aber wir können ja ein bisschen Kniebeuge machen und klatschen. Na? Danke, Frau Merkel. Ja. Was für eine Blubbertante. Schön, wenn das Blubbern um des Blubberns willen endet. So, hallo erstmal. Ich bin Maximilian, ich bin 24 Jahre alt. Ich komme nicht ursprünglich aus Stralsund, ich wohne jetzt schon eine ganz lange Zeit hier. Ja, und eigentlich wollte ich Weihnachten zu meiner Familie nach Sachsen fahren. Nun hat mich jetzt aber meine Oma angerufen. Die hat nämlich mittlerweile dank Medien und Zeitungen so viel Angst vor dem Virus, dass ich ausgeladen wurde. Der arme, ausgeladene Maximilian, der mit seinen Worten unter Beweis stellt, dass seine Großeltern mehr Grütz als die Enkel haben. Danke dafür. Ich werde auf jeden Fall zu Heiligabend hier sein. Ich freue mich auch über jeden, der noch kommt. Dann möchte ich noch sagen, großen Dank an alle, die sich hier jede Woche hinstellen, uns das hier ermöglichen. Auch an Gisela und an alle anderen, die da sind, die sie jeden Tag hier kämpfen, dafür, dass bald wieder Normalität hier einreicht. Und dann möchte ich noch was sagen, das wird nämlich ganz oft vergessen. Wir haben Riesenprobleme mit der Gastronomie, aber wir haben auch noch andere Probleme. Wir haben zum Beispiel einen gemeinnützigen Sportverein hier in Stralsund, die Skatehalle. Die ist jetzt mittlerweile seit 3 Wochen wieder zu. Die haben keine Ahnung, wie sie über die Runden kommen sollen. Wenn man in der Stadt nach Hilfe fragt, wird nur gesagt, ja, da müssen wir jetzt erstmal gucken. Das nehmen ja auch andere, die wollen alle. Also die werden auch völlig außen vor gelassen. Das heißt, die Kinder können keinen Sport mehr machen, weil es ist ja alles gefährlich wegen Corona. Die wissen auch nicht mehr, wie sie es machen sollen, wie die Miete nächsten Monat bezahlt werden soll. Das ist ein Haufen Geld, was da jedes Mal rüberkommt. Also wie gesagt, ich bin nur noch völlig angekotzt von der ganzen Scheiße. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja, mehr habe ich dann auch nicht mehr zu sagen. Vielen Dank. Hat der arme Blume Maxl doch noch ein Ende gefunden. Bravo Maxl, endlich. Vielleicht sieht man sich ja. Ja, wir sind fast am Ende angekommen. 2 Minuten haben wir noch oder 3. Ich möchte euch bitten, für alle, die vielleicht Heiligabend alleine sind oder ihre Familie nicht treffen können, wenn ihr Lust habt, kommt einfach her. Wir haben für den 24. eine Versammlung angemeldet von 16 bis 19 Uhr. Wir werden einen Ummarsch machen. Und eventuell hören wir schöne Weihnachtsmusik. Ansonsten möchte ich mich bei euch bedanken. Dafür, dass ihr den Abstand gehalten habt. Dafür, dass ihr den Mund-Nasen-Schutz getragen habt. Dafür, dass ihr immer wieder hierher kommt. Ich bedanke mich auch bei der Polizei. Diese Woche war es ja fast friedlich. Ja. Ich wünsche euch einen guten Nachhauseweg und falls wir uns nicht mehr sehen, eine schöne Weihnacht und einen guten Rutsch. Und die Versammlung ist hiermit beendet und ich möchte euch bitten, dann den zeitnah den Platz zu... Juhu! Auch zu Weihnachten gibt es eine Superspreader-Party. Da packt der Weihnachtsmann dann ein paar extra Viren in die Aerosoltröpfchen der Demonstranten.